Hallöchen, liebe Bücherfreunde. Ja, heute gibt es einmal einen Büchermonat in ganz anderer Form, ganz neuer Form. Und ich möchte das einfach einmal ausprobieren, denn ich war nicht ganz so zufrieden mit meinem gewöhnlichen Büchermonat, denn ich fand, es wiederholt sich doch relativ viel und das wollte ich einfach ein bisschen ändern. Dementsprechend seht ihr mich in diesem Video nicht, sondern es geht um die Bücher, die ich im Monat August gelesen habe und lasst euch überraschen. Schaut euch das Video einfach mal an, sagt mir dann gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und natürlich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Hier seht ihr nun alle 14 Bücher aus dem Monat August. Insgesamt sind es 5850 Seiten geworden, was in etwa 189 Seiten am Tag entspricht, womit ich mega zufrieden bin. Es sind 9 echte Bücher gewesen, 2 E-Books und 3 Hörbücher. Und ich kann mich nicht beschweren, denn es sind 5 Highlight-Bücher geworden und 2 Flops sind dabei, aber kein einziges Buch, das ich abbrechen musste. Was ich jetzt so zu den einzelnen Büchern mir gedacht habe, das seht ihr jetzt. Ein Kuss aus Sternenstaub von Jessica Curry. Ich hoffe, man spricht sie so aus, ist erschienen am 10. Juli diesen Jahres im CBJ Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 10 Euro und als E-Book 9 Euro, hat ca. 450 Seiten. Es war eine Geschichte, die mir unglaublich gut gefallen hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich so eine Aladdin-Adaption, die im Orient spielt, irgendwie fesseln kann, begeistern kann. Aber sprachlich war das wirklich großes Kino. An den richtigen Stellen ein bisschen rasanter, gerade was, wenn die Verfolgungen losgehen oder solche Dinge. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gegen Ende hin kam so mein einziger Kritikpunkt. Es wurde mir fast ein bisschen zu Fantasy-lastig. Monster 1983. Geheimnis von Harmony Bay. Und zwar ist das von Eva Leon Menger. Und das Hörbuch geht circa 11 Stunden. Ich habe mir das mal rumgerechnet mit einem anderen Buch. Man ist da so bei circa 440 Seiten. Ich höre ja sehr gerne Hörbücher. Konnte mir bei Hörspiel gar nicht sowas vorstellen. Ich dachte, ist das nicht irgendwie merkwürdig, wenn man nur Leute sprechen hört und Hintergrundgeräusche. Die Sprecher hier drin sind wirklich Bombe. Nur die Dialoge sind und Geräusche sind und was die nicht besprechen, das wissen wir natürlich auch gar nicht. Und es ist geil. Ich kann schon so viel sagen. Ich bin totaler Fan. Absolute Empfehlung. Es ist wirklich ein Thriller, der einen packt, mitreißt. Es ist eine geniale Story. Das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Mousseau. Das ist am 2. Juni diesen Jahres bei Piper erschienen. Kostet broschiert 17 Euro, als E-Book 15 Euro und hat knapp 500 Seiten. Autor hat nicht. Man müsste direkt so einen Mousseau-Monat machen und einfach seine ganzen Bücher lesen. Man hätte da auf jeden Fall Spaß dabei. Wirklich unglaublich gut. Und diese Geschichte, das gleich direkt sozusagen jetzt, war Hammer. Es ist echt ein Highlight. Es ist ein unglaublich tolles Buch. Es war wirklich hier eine unglaubliche Story. Stein begonnen von Paige Toon. Das Buch ist am 22. Juni diesen Jahres im Fischer Krüger Verlag erschienen. Kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 13 Euro. Hat ca. 430 Seiten. Ja, es passieren so allerlei Dinge in dieser Geschichte, die mich nur zum Kopfschütteln gebracht haben, die mich nur genervt haben. Zum einen sind die Charaktere irgendwie sehr merkwürdig. Mir hat es wirklich nicht gefallen. Ich habe immer gedacht, bei Paige Toon, das liest du zu Ende. Es hat sich aber nicht gelohnt. Überhaupt. Monster 1983, die zweite Staffel von Eva Leon Menger. Hierbei handelt es sich um ein Hörspiel. Jeder Hollywoodstar mit Rang und Namen ist in diesem Hörspiel. Und das ist wirklich Hammer. Also ich finde das grandios. Und dass mich das so packen kann. Monats, wenn nicht gar Jahreshighlight. So klingt dein Herz. Das Buch erscheint jetzt am 24. August im Fischer Krüger Verlag. Wird als broschierte Ausgabe 15 Euro kosten, als E-Book 13 und hat 480 Seiten. Das habe ich einfach nicht erwartet. Ich habe es von Cecilia Ahern schlichtweg nicht gedacht, dass sie so einen Roman schreibt. Habe es auch im Klappentext nicht erwartet, wo die Geschichte hingeht. Hätte ich es wahrscheinlich auch abgebrochen, so nach spätestens der Hälfte. Ewig und Eins von Adriana Popescu. Das Buch ist 2015 im Piper Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro und hat 310 Seiten, was ich aber unglaublich gelungen fand. Und es war überhaupt eine Geschichte, die einen sehr, sehr ans Herz geht, die einen
ja, einfach begeistert. Man fängt an und man kann das Buch nicht mehr aus der Hand legen und man hat direkt das Gefühl, man gehört zu diesem Dreiergespann und es sind einfach Charaktere, die aus dem Leben gegriffen sind und ich finde einfach auch immer die Worte, die die Adriana findet, um Momente zu beschreiben, um Situationen zu beschreiben, um Gefühle rüberzubringen. Ich finde, das kann Adriana unglaublich gut und sie hat mich da absolut gefesselt. Ich habe das Montag angefangen, Montag beendet, ich glaube so in zwei Rutschen, Nachtblumen und ist jetzt am 23. Juni bei Rowohlt erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro. Das Buch hat 570 Seiten. Wo geht denn diese Geschichte hin? Weil ich gar kein so ernstes Buch erwartet habe, mich komplett begeistert hat, was mich die letzten Tage durch ein tiefes Gefühl, eine tiefe Verbundenheit zum Buch und zu den Charakteren wirklich auch bekleidet hat. Ich habe gelacht und ich habe aber auch geweint. Aber dass es ja so ist, wie es ist, hätte ich nicht erwartet. Und es hat mich eiskalt erwischt und ich konnte es dann auch nicht mehr weglegen. Auf Ewig Dein von Eva Völler. Das ist am 21. Juli diesen Jahres im One Verlag erschienen. Kostet als Hardcover 15 Euro, als E-Book 11,99. Hat circa 380 Seiten und ist der Auftakt der Time School Reihe. Mir hat diese Reihe unglaublich gut gefallen. Ich bin Zeitreisemädchen. Ich mag das unglaublich gerne. Ich mag auch die Idee, wie sie Eva Völler hier entwickelt hat. Halt, was dieses Buch auch so lebendig macht. Also es ist bildlich unglaublich gut gestaltet, zwischenzeitlich manchmal gar nicht weglegen und man hatte wirklich großen Lesespaß. Period. Und zwar ist das von Annemarie Jungwirth. Das dunkle Licht der Gaben ist aus dem Drachenmond Verlag, ist am 8. Juli diesen Jahres erschienen. Das Taschenbuch kostet 14,90, das E-Book gibt es für 4,99 und das Buch hat 340 Seiten. Und ich fand es großartig. Ich mochte auch den Perspektivwechsel, die Sichtweise darauf sehr spannend gemacht, sehr interessant gemacht, auch mal ein bisschen anders erzählt, wie ich finde. Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Erebos von Ursula Poznanski, ein Buch, das 2013 im Löwe Verlag erschienen ist, kostet als Taschenbuch 10 Euro, auch als E-Book und hat ca. 480 Seiten. Absoluter Page-Turner, unglaublich. Das fand ich toll. Es gab unglaublich viele Spannungsbögen, es gab Wendungen, auf die ich nie gekommen wäre und man will es einfach nicht aus der Hand legen. Großes Bücherkino, es hat mir unglaublich gut gefallen und es ist wirklich ein Hammerbuch, eine Hammergeschichte. Ja, Nacht. Wir haben hier 7 Kurzgeschichten. Das Buch ist 1990 erschienen, gibt es nur noch gebraucht, hat 410 Seiten. Und es sind 3 Geschichten von Stephen King, 3 Geschichten von Dan Simmons und eine etwas längere Geschichte von George R. R. Martin. Fand dieses Buch komplett nicht wirklich gut. Teilweise zu brutal, zu blutig, aber ich habe keine Beklemmung gespürt. Von Ava Reed, Wir fliegen, wenn wir fallen. Das ist dieses Jahr im Februar bei Überreuter Verlag erschienen. Ich glaube, das Hörbuch kam dann im Juli, wenn ich mich nicht irre. Das Buch 17 Euro, das E-Book 15 Euro, hat ca. 300 Seiten, war eine Spielzeit von ungefähr 7,5 Stunden. Ja, ist sehr, sehr, sehr interessant geschrieben. Also ich fand es sehr frisch. Ich fand es wirklich auch für so eine Art Jugendbuch, was doch ein etwas ernsteres Thema hatte, trotzdem sehr locker und trotzdem ist die Ernsthaftigkeit immer an den richtigen Stellen zurückgekommen. Ich fand auch, beginnt jedes Kapitel mit einem Zitat, die ich auch super, super schön fand. Mein Kritikpunkt tatsächlich sind die Sprecher. Liebe zwischen den Zeilen von Veronica Henry. Ein Buch, das dieses Jahr im August im Diana Verlag erschienen ist, als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro kostet und ca. 360 Seiten hat. Für mich aber tatsächlich gefühlvoller sein können, ein bisschen intensiver sein können und einen auch so ein bisschen mehr in den Bann ziehen können. Es war für zwischendurch, wenn man es... Ich bin ja nicht der Freund von dieser Aussage, aber ich fand es jetzt für zwischendurch tatsächlich ganz okay. Es hat mich unterhalten, es hat mich auch diese Woche wunderbar begleitet. Und zum Abschluss nochmal alle 14 Bücher. Kennt ihr eins der Bücher? Habt ihr es vielleicht auch im August gelesen? Welches spricht euch am ehesten an? Oder mit welchem meiner Highlights konntet ihr vielleicht auch gar nichts anfangen? Ich wäre sehr, sehr neugierig auf eure Gedanken dazu. Und natürlich auch, wie euch dieser Monatsrückblick gefallen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.